So, liebe Leute, so, also einsteigen. Weiter geht's heute mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir machen heute weiter mit den Race. Natürlich, weil wir ja keine Cop-Events mehr haben. Wir fangen an, wie ist ein Zeitfahren hier. Los geht's. So, Zeit von 3 Minuten 10 haben wir, die wir schaffen sollen. Naja, hoffen wir mal. Slide Show heißt das drin. Daten gibt es keine. Nur schaffen oder nicht schaffen. Warte, ich muss noch ein bisschen was vom Sound runterdrehen. Das ist mir sonst so sehr laut. Let's go. Bisschen Musik läuft ja noch im Hintergrund, aber... Wir müssen mal ein bisschen was fahren, ja? Ich bin hier gerade nur am Strand oder so. Das ist ein Supersportwagen. Kilometer noch. Ich hoffe, dass wir die schwersten Rennen jetzt auch durch haben. Wir haben ja 40 Kilometer durch, wir haben 30 Kilometer durch, was ziemlich hart war. Das war, glaube ich, 5-mal direkt, was wir versucht haben. Oh, den habe ich nicht gesehen. So, 3,4 Kilometer noch. Zweieinhalb. Hier kriege ich das auch auf Gold schaffen, aber ich glaube, ich bin nicht so Silber. Ich glaube, wieso kurzzeitig ist mal durchgekommen? Gold habe ich schon gesagt, dass es nicht machbar ist, aber Silber versuchen wir es. 3,24, dahin ist das Ziel. Ne, leider nicht Bronze. Aber auch nur minimal. Und das eigentlich ohne, fast ohne Fehler. Und das Wichtigste ist, dass wir es geschafft haben. Neues Auto ist bei 1,023 Millionen. Naja, wie immer sagen. Schau, haben wir den nächsten ersten Teil zumindest erledigt. Ich habe dann nochmal Big Timber Forest erledigt, ja. Hier haben wir noch ein Rennen.
Dann fahren wir das jetzt. Glorious Ford heißt das Rennen. Dann nehmen wir den 177. Mit dem haben wir eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Und ich erinnere mich an das 30-Kilometer-Rennen. Da hat er nämlich regelmäßig gewonnen. Deswegen nehmen wir das Auto jetzt. So. Wir sollen auf jeden Fall wieder unter die ersten drei kommen. Das ist unser großes Ziel und das versuchen wir diesmal auch. So, weiter geht's. Wir sind ein relativ kurzes Rennen mit 12,8 Kilometern nur. Wir sind insgesamt zu 8. So, bei Glorious Force hatte ich jetzt ein bisschen dran gedacht, okay, es sind nur 4 Autos, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Aber es sind doch ein paar Autos mehr, aber egal, die kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind natürlich voll in den Getümmel rein. Voll in das Getümmel rein, fünfter momentan, ne? Ein bisschen mal ranzukommen. Wir sind wieder auf dem letzten Platz. Haben sie sich doch alle noch vorbeigedrückt an uns. Gold ist natürlich das große Ziel. Aber in erster Linie ist natürlich Platz 3 die große Aufgabe, weil wir das Ding natürlich nach Hause fahren wollen. So 6,2 Kilometer. Jetzt kann ich hier ein bisschen mit Speed reingehen. Ich jag mal die Viper hier gerade kurz weg. Und da vorne ist der Führende. Wenn das jetzt nur über die Autobahn noch geht, was ist, glaube ich, dann hat man, kann man natürlich nur einen Vorteil, dass wir das irgendwie sogar noch gewinnen können. Und du fährst natürlich den großen Weg über die Abkürzung, über die Außenbahn. So, gute 2,5 Kilometer noch. Kann man ein bisschen konzentrieren. Letzter Kilometer noch vom Ziel. Nein! Alter, ist so viel Platz und alles. Das war's. Ah, Mann, da macht ihr mir, setzt ihr mir einen Fehler rein. Also, du bist souverän erst ein bisschen Kilometer vom Ziel und fährst einmal in die Wand da rein. So schwer war es eigentlich nicht. Das war nur der eine blöde Fehler. Knall ich in die Wand und komm nicht mehr vorbei an den Leuten. Scheiße, Mann. Das Ding hätte ich gewinnen können. Na gut, probieren wir es nochmal. Ich habe mir auf uns geschworen, dass ich Events auch nur zweimal versuche. Je nachdem, wie lang die sind. Deswegen werde ich dieses Ding hier nochmal versuchen, nochmal rocken. Ah, ist das ärgerlich. So schwer war es eigentlich nicht. Zumindest die letzten 4-5 Kilometer waren es nicht so tragisch. Aber gut, okay. Scheiße. Ein blöder Fehler, der macht, was auch immer. Mal das komplette Rennen nehmen kurz.
Ich glaube, ich hätte McLaren hier. Aber ich gehe doch nur auf mich drauf, ne? Wenn es mir möglich ist. So, das Spielchen ist, was ihr, also das Spiel, das kann ich ja auch. Oh, der Fehler gemacht. Und den gleichen Fehler mache ich genauso. So, jetzt geht's wieder. Jetzt wieder durch bis zum Ziel hier über die Autobahn. Jetzt sind wir noch 5,6 Kilometer. Ich komme jetzt ein bisschen weg wieder. Momentan habe ich Phosphor 3,8 Kilometer. Ich hoffe, dass ich keinen Fehler wieder drin reinkomme. Auch Glück gehabt. Diesmal nicht. Also, ich bin ein bisschen ausgebrochen und wollte in die Wand, aber ich bin glücklicherweise drumherum gekommen und damit konnte ich das Rennen auch gewinnen. Im zweiten Versuch zumindest. Gut. Dann haben wir das auch. Schönes Kaufgeld, 2.500. Und wir kriegen zumindest eine neue Belohnung. Was haben wir denn bekommen? Neues Auto. Nissan 370Z-Serie. So, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem weiteren Verlauf der Racer. Wir haben nämlich doch ein paar Rennen vor uns.